Jo Leute, was geht? Heute werde ich mal nochmal so einen Streichholzböller zünden. Ich habe ja schon mal letztens einen Streichholzböller gebaut, nur aus halt einer Böllerzündschnur oder einer Jugendfeuerwerkszündschnur und Streichhölzern. Also Streichholzkopfpulver, der auch schon ziemlich laut war im Vergleich zu dem D-Böller, den ich dazu getestet habe. Jetzt habe ich ja mal, irgendwann habe ich mal so ein Video gemacht, wie man Hülsen besser verschließen kann, dass die Stoffe nicht rausfliegen. Ist übrigens eine Infokarte, wer es noch nicht kennt. Und das habe ich jetzt hier auch noch gemacht, weil bei dem letzten Video ist ja der Stopfen rausgeflogen hier. Das könnt ihr hier nochmal sehen schnell. Da ist einfach die Hülse rausgeschossen oben. Und da ist es natürlich nicht optimal. Deswegen habe ich jetzt hier sieht man die zwei Punkte links und rechts. Hier einmal und da. Das ist einfach jeweils ein Holzspieß. Holzstab durch den Stopfen durch, wie in einem Video eben erklärt, was ich vorher erwähnt habe. Das verhindert eben, dass die Stopfen so krass rausfliegen. Also, das werden wir jetzt mal noch testen hier. Und zum Vergleich habe ich natürlich wieder einen D-Böller. Genau, zuerst der D-Böller. Und jetzt hier noch der andere. Ja, der war auch auf jeden Fall laut, also ungefähr auf dem Niveau von dem D-Böller, würde ich sagen. Dafür, dass er aber kleiner war, ist, denke ich, auf jeden Fall lauter gewesen, weil in dem letzten Video war er der D-Böller lauter. Genau, jetzt gibt es noch eine Slow-Mo. Viel Spaß.